Wir gehen auf die Straße für alle Bürger in Uniform, ob Feuerwehr, ob Polizei, ob Bundeswehr. Ich will, wir wollen, dass die Bundeswehr zurück nach Deutschland kommt. Das ist eine Verteidigungsarmee, um unser Land zu schützen. Warum wird unser Land am Hindukusch verteidigt? Weil es da Drogen gibt. Weil es da Ressourcen gibt, die Amerika gerne hätte, die Deutschland gerne hätte, und wir machen mit. Überleg doch mal ein kleines bisschen weiter. Warum gibt es die ganzen Kriege auf diesem Planeten? Wir sind für die sofortige Beendigung jeglicher Form von Krieg. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wir leben im 21. Jahrhundert. Kommt euch an. Kommt mit, macht nach, macht besser. Kommt mit, macht nach, macht besser. Informiert euch bitte. Freihandelsabkommen mit der USA, TTIP, die größte Verarsche, die uns erwartet, wenn wir das unterschreiben, als Deutschland, als Europa. Unsere Standards werden runtergesenkt auf die amerikanischen Standards. Bei den Lebensmitteln, das, was wir täglich essen sollen, ist dann genmanipuliert. Hormonfleisch. Hormonfleisch ist noch das Einfachste. Das gibt es schon bei uns. Viel schlimmer als genmanipuliertes Essen. Genmanipulierter Reis, der bisher bloß bei uns Tieren gegeben wurde, dann sollen wir dann essen, und die Wissenschaftler sind sich sicher, dass es nicht gesund ist. Warum sollen wir das essen? Damit wir weniger werden auf diesem Planeten. Macht euch selber Gedanken, wir wollen hier keine Antworten geben. Im Sinne von Rudi Dutschke, denkt selber nach. Überlegt euch, was hier los ist. Informiert euch. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Diese drei wirkenden Werte beinhalten eigentlich schon alles, was wir wollen. Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Wenn wir echte Gerechtigkeit hätten, dann würde es kein Arm und Reich geben. Dann müssten keine Menschen auch hier in Deutschland auf der Straße leben. Oder horrende Mieten zahlen. Oder für Hungerlohn arbeiten. Oder für einen Hungerlohn bei irgendeiner Leiharbeitsfirma arbeiten. Ist das gerecht, wie wir leben? Nein! Ist das gerecht, wie wir jetzt leben? Nein! Also, schließt euch an. Wir müssen Präsenz zeigen. Unsere Politiker dürfen uns nicht mehr ignorieren. TTIP ist ein Verbrechen. TTIP ist ein Lobby-Deal. Den zu stoppen, unser Ziel. TTIP ist ein Lobby-Deal. Den zu stoppen, unser Ziel. TTIP ist ein Lobby-Deal. Den zu stoppen, unser Ziel. TTIP ist ein Lobby-Deal.